So, es ist endlich soweit. Auch wir haben das Samsung Galaxy S3 endlich bei uns im Büro und damit habe ich auch die Gelegenheit, mir das Gerät endlich mal etwas näher anzugucken und mir ein persönliches Bild zu machen. Im folgenden Video soll es eigentlich vor allem darum gehen, einen persönlichen Eindruck zu vermitteln. Die technischen Daten haben die meisten von euch ja wahrscheinlich schon alle zuhauf gelesen. Ich werde darauf natürlich trotzdem noch mal kurz eingehen, aber alle weiteren Sachen könnt ihr auch im Datenblatt sonst unten lesen. Kommen wir doch erstmal zu der Optik und Haptik des Geräts. Ich muss sagen, dass ich wirklich ziemlich überrascht bin, wie gut und hochwertig das Gerät doch ist. Samsung ist ja bekannt dafür, dass gerne mal Plastik verwendet wird und das auch wirklich überall. Das ist hier aber wirklich überhaupt kein Problem. Das Gerät wirkt extrem hochwertig, ist total gut verarbeitet und ja, es macht einen wirklich sehr soliden Eindruck. Kommen wir mal zu den Knöpfen und Anschlüssen, die man an dem Gerät finden kann. Hier oben haben wir wie immer den Kopfhörereingang, 3,5 mm Klinke. Auf der linken Seite ist der Wippschalter für die Lautstärke. Sonst ist auf der linken Seite kein weiterer Schalter oder Knopf. Unten hier der Lautsprecher für Telefonate und daneben der Micro-USB-Port. Da fällt mir das glatte Gerät auch direkt aus der Hand. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite noch den An- und Ausschalter. Ansonsten, das Gerät wiegt 133 Gramm, liegt somit echt sehr gut in der Hand. Alles mit Klavierlackoptik. Glänzt natürlich schön, ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich dann auch immer viele Fingerabdrücke hinterlässt. Aber damit muss man nur leben, wenn man dieses Gerät kauft. Der Bildschirm ist ein Super AMOLED-Bildschirm mit Corning Gorilla Glass 2. Wir haben hier eine Auflösung von 720x1280 Pixeln. Das ist bei einem 4,8 Zoll Display, welches dieses Gerät hat, eine Pixel pro Inch von 306. Ja, und wir gucken uns gleich nochmal an, wie das dann in der Praxis aussieht, aber ich kann jetzt schon sagen, dass das Bild wirklich sehr gut ist, wie man es von Samsung bisher auch von anderen Geräten natürlich kennt. Das Samsung Galaxy S3 ist mit den Maßen 136,6 x 70,6 x 8,6 mm ausgestattet. Und ist damit ein ziemlich stattliches Gerät, liegt aber trotzdem sehr gut in der Hand, hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie groß die eigenen Hände sind. Aber ich persönlich finde, das ist wirklich schön. Mich stört wirklich ein bisschen, dass es so schmiert, wie man hier im Licht auch schnell sieht. Aber das ist ja bei den meisten anderen Geräten, vor allem die aus Plastik gefertigt sind, nicht anders. Vorne hier oben finden sich eine 1,9 Megapixel Kamera. Und hier unten ist noch ein Hardware-Knopf, finde ich generell jetzt okay, ohne hätte es auch getan. Dann wäre das Gerät natürlich aber dem Galaxy Nexus noch ein Ticken ähnlicher. Werde ich nachher auch nochmal zeigen. Im Vergleich sehen die Geräte doch vom Design her wirklich sehr ähnlich aus. Hier hinten findet sich eine 8-Megapixel-Kamera und ja, aufgezeichnet werden Videos auch mit 1080p und ja. Innen drin findet sich der Exynos 4212 Quad-Core Prozessor, also ist hier eine ziemlich starke Rechenleistung zu erwarten. Es ist natürlich so, dass das vor allen Dingen für Leute, die viel mit ihrem Telefon spielen, auffällig sein sollte. Für Leute, die das jetzt in so einem ganz normalen Alltagsgebrauch nutzen, ist der Unterschied vielleicht nicht so deutlich zu merken, aber das sehen wir auch gleich nochmal in der Praxis. Eine wirklich positive Sache, die man an dem Gerät bemerken kann, ist der 2100 mAh starke Akku, der für relativ lange Laufzeit, zumindest bei solchen Geräten, sorgen soll. Wie genau sich das dann tatsächlich in der Praxis herausstellt, werden wir auch auf jeden Fall nochmal in Langzeittests ein bisschen untersuchen. Jetzt geht es, wie gesagt, erstmal nur um einen ersten Eindruck. Im Telefon selbst sind derzeit 32 GB, also in dieser Version des Telefons 32 GB interner Speicher verbaut. Es gibt noch eine 16 GB Variante und eine mit 64 GB. Das Schöne ist, dass hier dann zusätzlich auch noch eine
Micro-SD-Karte Platz findet, mit der man den internen Speicher nochmal um weitere 64 GB aufstocken kann. Daneben hier finden wir den SIM-Karten-Slot und ansonsten ist hier nichts weiter drin, außer ein paar Daten natürlich. Wie auch bei anderen Samsung-Telefonen ist das mit der Plastikabdeckung immer so eine Sache. Also die abzunehmen hat immer ein wenig das Gefühl, dass man gleich was kaputt macht. Natürlich bricht so schnell nichts, aber ja, so ganz entspannt lässt sich die Hülle dann doch immer nicht abnehmen. Aber das ist auch wiederum alles Gewöhnungssache. Und wenn man einmal weiß, dass das Teil auch was aushält, ist es auch nicht so schlimm, die Abdeckung abzunehmen. Ja, so viel dann erstmal zu der Hardware des Geräts. Jetzt natürlich auch interessant, wie das ganze Ding aussieht, wenn es an ist. Hier ist eine der ersten Sachen, die auffällt. Der Quad-Core-Prozessor sorgt dafür, dass das Gerät relativ schnell startet. Ich möchte das Teil mal anmachen, und zwar hier. Und dann wollen wir uns mal angucken, wie lange es dauert, bis dann der Homescreen sichtbar wird. Wenn das Gerät einschaltet, leuchtet hier oben ein kleines blaues Licht, damit man auch weiß, dass es wirklich an ist. Und ja, da wären wir auch schon. Also wer selbst ein High-End-Smartphone seinen eigen nennt, der weiß, dass es normalerweise immer doch ein bisschen länger dauert. Also ich selbst habe ja ein Galaxy Note und da kann es schon ein bisschen dauern, bis dann der Homescreen tatsächlich auftaucht. Samsung hat ja während der Präsentation, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, ganz oft darüber geredet, dass das Gerät so viel von der Natur inspiriert ist. Das merkt man an diversen kleinen Sachen, wie zum Beispiel dem Unlock-Sound, den ich hier mal kurz demonstrieren möchte. Ja, da ist Wasser, da plätschert es, das ist super. Ich weiß, das ist eine der ersten Sachen, die ich ausschalten würde, wenn das mein neues Gerät werden sollte. Aber ist auf jeden Fall ein ganz schönes Gimmick. Wie hier zu sehen ist, ist mal wieder Samsung TouchWiz aufgespielt auf die Android Ice Cream Version, die aktuellste. Es handelt sich dabei um Version 4.0. Gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Wir haben hier unten, können wir uns alles genau angucken. Hier liest sich, dass 4.04 drauf ist. Persönlich, ich habe auch schon mal einen etwas längeren Beitrag darüber geschrieben, bin ich jetzt nicht so der Freund von TouchWiz. Es ist schon wirklich schön gemacht, kann man wirklich so sagen. Generell finde ich persönlich aber das Design von Stock Android, Vanilla Android 4.0 einfach noch ein bisschen schöner, aber das ist natürlich absolute Geschmackssache. Ansonsten kann man sagen, hier es läuft wirklich alles sehr, sehr schön, sehr weich, sehr smooth, wie man auf Neudeutsch zu sagen pflegt. Auch wenn man ins Internet geht, das Scrolling ist wirklich sehr angenehm, sowohl wenn man auf Seiten hoch und runter scrollt, als auch Pinch to Zoom, alles reagiert wirklich extrem gut auf die Finger und auf die Bewegung, die man hat. Wie vorhin schon erwähnt, ist die Pixeldichte hier bei dem Telefon ziemlich hoch. Und also mit 306 Punkten pro Inch ist es wirklich eine wunderbare Ansichtssache, wenn ich das mal so sagen darf. Brillante Farben, das ist immer, wenn man bei Video natürlich immer ein bisschen schwer so zu präsentieren, wie das dann tatsächlich in echt ist. Die Farben sind wirklich extrem schön, das Display sieht extrem gut aus. Hier im Gegensatz zu hinten, wo man die Schmierereien von den eigenen Fingern schnell sieht, ist es auf der Vorderseite, wo man dann natürlich wesentlich öfter drauf schaut, viel besser gelöst. Ich muss generell sagen, das Telefon so als ersten Eindruck, es gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. So, hier haben wir jetzt das Samsung Galaxy S3 im Vergleich zum Galaxy Nexus meines Kollegen Eric. Die Sache, die Telefone haben fast die gleiche Größe, aber der Bildschirm vom Galaxy S3 ist dann doch noch ein ganz kleines bisschen größer. Ansonsten fällt aber doch die Designlinie sehr stark auf, die bei beiden Geräten fast, naja, ich möchte nicht sagen identisch, aber doch wirklich sehr ähnlich ist. Beim Galaxy S3 haben wir halt noch einen Hardware-Button. Generell finde ich das ja beim Galaxy Nexus schöner gelöst. Aber auch das wieder mal Ansichtssache.
Ansonsten, ja, es ist schon eine wirklich sehr ähnliche Designlinie. Wenn man die beiden Geräte mal im Vergleich anguckt, das Galaxy S3 ist noch ein bisschen dünner, aber das ist wirklich eine minimale Sache, die beim ersten Blick auf gar keinen Fall auffallen wird. Ja, auch was hier die Entscheidung zur Farbe betrifft, generell gibt es das Galaxy S3 einmal in Weiß und einmal in einem Dunkelblau. Ich bin ja auch ein Freund von schwarzen Geräten, von daher ja, auch Geschmackssache. Aber ich muss sagen, alles in allem ist das Galaxy S3 ein wirklich schönes Gerät, das so seine Vor- und Nachteile hat. Vor allem ist es ja hier der Quad-Core-Prozessor, der für das Gerät spricht. Also alle, die auf der Suche nach der aktuellsten Prozessorgeschwindigkeit sind, werden hier bei dem Gerät auf jeden Fall eins finden, das in die nähere Auswahl kommen sollte. Ja, ich hoffe, mein erster Eindruck gefällt euch. Wir werden natürlich in der nächsten Zeit dann nochmal ein ausgiebigeres Hands-on mit dem Galaxy S3 machen, aber das soll es nun für jetzt erstmal gewesen sein.